Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um Stormtide, die australische Epic Metal Band veröffentlicht A Throne of Hollow Fire. Dieses neue Album ist eine epische Geschichte von Ruin, Tod und Magie, die in 10 intensiven Kapiteln der mit Death Metal betriebenen Symphonie erzählt wird. Crushing Guitars, Crunching Vocals und Drumwork aus der Hölle folgen dem Helden unserer Geschichte, während er versucht, sein Schicksal zu erfüllen. Als Nachfolger von Wrath of an Empire repräsentiert dieses Album 5 Jahre Blut, Schweiß und Bier für die Epic Death Lords of Stormtide. Der Sänger und Frontmann Reuben Stone erzählt über das Album folgendes: Heute ist der Höhepunkt langjähriger Bemühungen. Wir sind stolz auf das, was wir mit A Throne of Hollow Fire geschaffen haben. Und wir freuen uns natürlich, dass wir es jetzt endlich in die Welt freilassen konnten. Zusammen mit dem neuen Album veröffentlicht die Band einen Visualizer mit dem Song Awakening. Das neue Album wird heute über Metal Hell Records veröffentlicht. Digitale und physische Kopien werden am 1. April verschickt. Vorbestellungen gibt es natürlich auf der Metal Hell Records Bandcamp-Seite. Das war's schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare, nehmt ein Abo mit. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video bei den nächsten News oder im nächsten Review. Macht's gut.